Okay. Ich glaube, da war jemand ziemlich verärgert. Ah, was haben wir hier? Zack. Ah, wieder ein Computer. Down in the dark, unten im Dunkeln. Alex Kaminski unternimmt mit uns einen Rundgang durch die kriminelle Schattenseite der Stadt. Schneide seinen Finger ab. Das waren die ersten Worte, die Schabe zu mir sagte. Sein Gesicht war emotionslos. Er sagte es in gleichem beifälligen Ton, als würde er nach einer Zigarette fragen. Nur, dass er nicht fragte. Der Besitzer des zu entfernenden Fingers war ein niedriges Mitglied namens Flo, der einen unglücklichen Fehler begangen hatte, den Boss zu verärgern. Jetzt musste er dafür büßen. Ich zögerte keine Sekunde, keine Ahnung, was das über mich aussagt, aber es ist die Wahrheit. Wenn ich darüber nachdenke, weiß ich, dass es das Vernünftigste war, eine als Ehrensache betrachtete Aufgabe zu verweigern. Hätte die ganze Operation gefährdet und mich zum Aussätzigen gemacht, mit dem man nicht mehr spricht. Ich fühle mich gezwungen. Vielleicht war es sein Ton, die eisige, nüchterne Stimme, die mehr Angst und Respekt einflößt, als es eine Drohung je könnte. Einen Moment lang war dieser Raum meine einzige Realität. Es gab nur die Familie und die Aufgabe. Ich brauchte mehrere Versuche, um den Finger abzutrennen. Die Klinge war nicht die schärfste und ich hatte Schwierigkeiten mit den Knochen. Jeder Hieb sorgte für Gelächter unter den anderen Gangmitgliedern. Selbst das Opfer lachte zwischen Schmerzlauten. Als ich endlich fertig war, starrte er mich an. Nicht mit Wut oder Hass, sondern mit aufrichtiger Dankbarkeit. Ich hatte ihm geholfen, seine Schuld zu tilgen. So begann meine zweite Woche bei den Schädlingen. Schabe, Flo, die Schädlinge, Jepp, das passt zusammen. Nein, das ist nicht süß oder lustig oder drollig. Wenn du der Familie beitrittst, erhältst du einen Namen, deinen echten Namen. Egal wie albern er klingen mag, niemand aus deiner Familie wird sich je darüber lustig machen. Das Motto symbolisiert Einheit und die Namen verlieren ihre bisherige Bedeutung. Ein Name wie Schabe mag nicht besonders klingen, aber die Schädlinge verbanden mit ihm Stärke, Autorität und absolute Ergebenheit. Für sie hat er nichts mit dem winzigen Wesen gemein, das unter dem Kühlschrank rennt, wenn man das Licht einschaltet. Es war der Name des Mannes, für den sie sterben oder töten würden. Anmerkung des Herausgebers. Dies ist ein Auszug aus Alex Kaminskis Enthüllungsbuch. Tagebuch eines Schädlings. Meine 4 Jahre in den Wohnblöcken. Das Buch ist exklusiv auf Archetype als Download verfügbar. Okay. Oh, Mails. Muss weg. Ey, keine Panik, Mann. Überleg doch mal. Wenn sie wüssten, wo du bist, warum sollten sie dir einen Vorsprung geben? Was, wenn es eine Falle ist? Vielleicht wollen sie dich aus dem Versteck locken. Wenn du mich fragst, bleibst du am besten einfach hier. Tauche unter. Sie haben mich gefunden. Sie wissen, dass ich hier bin. Ich bin sicher. Vorhin habe ich einen toten Vogel vor meiner Tür gefunden. Das war ihre Visitenkarte. Das kann kein Zufall sein. Ich habe schon jemanden kontaktiert, der mich hier rausholen kann. Er kommt morgen. Wird mir ein Vermögen kosten. Aber welche Wahl habe ich denn? Die Bussarde vergessen nichts und vergeben noch weniger. Ari. Kann das sein, dass mit Bussarde die Bastarde gemeint sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Verniedlichung? Baldmöglicher Transport. Hey, ich habe eine Nachricht bekommen. Kurzfristig ist eine Untertreibung, aber ich denke, wir bekommen das hin. Pack dein Zeug zusammen und triff dich morgen mit mir. Am Hinterausgang, beim alten Hotel. Komm allein, wenn ich jemand anderen sehe, platzt der Deal. Pünktlich um 6 Uhr morgens. Sei pünktlich, Trichter. Okay. Aber was sind das für komische Geräusche, die man da im Hintergrund immer wieder hört? So ein komisches, wie so eine Art Vieh, was quasi gerade, weiß nicht, Dinge tut. Nein, aus mit dem Ventilator, den kann ich einschalten.
Sonst haben wir hier nichts, nee. Haben wir sonst noch irgendwas? Da können wir was scannen. Wird wahrscheinlich einfach nur ein Computer sein, ja natürlich. Ein PC. Und mehr gibt's hier nicht, gut. Na gut. Da kommt man nicht rein. Was ist hier? KPD. Can I talk to you? What's up with the fucking lockdown? I want that thing lifted. Right the fuck now. Oder was? Or what? You got a fucking death wish? Wait till I get my hands on you. Sebastian, shut your fucking mouth. I just put the fucking kid to sleep. Don't be fucking disrespecting me, woman. I'll slap that shit right out of your mouth. Oh, wow. You got lucky, pig. Gotta love the fucking stacks. Okay, das klingt nach häuslicher Gewalt da drin. Das ist definitiv häusliche Gewalt, wenn er seine Frau prügelt. Oh, oh, ganz böse. So. Was haben wir noch? Ja, jetzt müssen wir wohl dorthin, wo ich eigentlich vorher nicht hin wollte, weil sonst geht's ja nirgendwo weiter. Ich glaube, ich muss langsam dorthin, ne? Warte mal, war mir hier schon? Waren wir hier schon? Ja. Doch, da waren wir schon. Gut. Dann muss ich wohl hier lang. Okay. Da ist was. Fall 600 neugierige Nachbarn. Findet der Besitzer von Kellerabteil 28. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hacken können. Nein, anscheinend nicht. Nö. Na toll. Das bringt mir nun gar nichts. Wenn schon drei Ziffern sozusagen, wenn schon drei Ziffern fehlen und nur eine da ist von insgesamt vier, dann können das alle möglichen Möglichkeiten sein, alle möglichen. Hey! Anyone out there? Help me, please! Was ist los? Was ist denn da einer? Ah, hier! Moin! What's wrong? What's going on in there? Oh, thank God! Please! I'm trapped in here! Okay, sir. Can you tell me exactly what's going on? I woke up stuck to this contraption. There was a tube down my throat. I barely managed to pull it out. Okay. Take a look around the room and tell me what you see. I can't see anything. There's something on my head. Oh, God, help me. Da ist etwas auf seinem Kopf. Wie's? Was zum Henker ist das? Erinnern Sie sich daran, was passiert ist? Alright, let's try something else. What's the last thing you remember? I was on a mission. In the Fragnant Quadrant. What? The Fragnant Quadrant. And the captain of the Endeavor, a representative of the United Earth Initiative. Bitte was? I was up on the bridge when everything went black. Aha, I see. What was it you were doing on the bridge? I was talking to my first mate. We were leaving the Meat Hook Galaxy, navigating a fierce plasma stream. Next thing I know, I wake up in this cell, hooked up to this chair. I demand to know what's going on here! Das Ding auf ihrem Kopf. Aye, aye, Captain. Let's try this. The thing on your head, can you take it off? I'm not sure. I could barely lift my arms. God damn it, what have they done to me? Sir, listen to me. I want you to park your elbows on the chair
Lower your head and pull backwards. Thanks. I got it off. It's some kind of helmet. There's cables everywhere. There's a logo. Some kind of face with wings. The Morpheus VR series. The what? Was hat sich alles nur in dem Kopf abgespielt? I hate to break it to you, sir, but there's no such thing as the United Earth Initiative. What? Do you know what a transfer is? No. Why should I? Someone who checks out, ditches reality, lives in a fantasy world. Well, why are you telling me this? You are in your apartment. You're not a captain. It was an illusion, sorry. The lockdown must have screwed up the transmission. You're experiencing atrophy, so you may have been sitting in the same chair for months. Ugh. You're lying! I don't know what game you're playing, mate, but I do know my crew is already looking for me. Right, whatever you say. I wasn't trained for this. Wait! Don't leave me in here, you bastard! I gotta get out of this hellhole! Reality, pal. Reboot and flip back. It's the best we got. Okay, ein VR-Süchtiger sozusagen. Der hat sich diesen VR-Helm aufgesetzt und ist dann nicht mehr rausgekommen aus dieser ganzen Spielwelt und hat sozusagen die Spielwelt mit der Realität verwechselt. Ja gut, das kann durchaus passieren, wenn man irgendwann den Hang zur Realität verliert. Naja, naja. So, wo müssen wir jetzt hin? Sind wir hier? Ich glaube, da sind wir vorher lang gekommen, ne? Oh wei. Okay. Aha. Okay, das war einfach nur ein Radio. Okay. Hä? Was zum Fick? Was ist das für ein komisches Radio? Schaltet sich immer wieder von vorne ein. Okay, da haben wir nichts mehr. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal. Ein weiterer Code wird benötigt. Gucken wir mal, ob wir den hacken können. 4 0 0 Fragezeichen. Okay. 4 Oh lol. 4004? Das war's? Wow, das war easy. Oh. Hoppala. Ich glaube, wir sind jetzt Wir sind wieder zurück. Wir scheinen wieder zurück zu sein. Doch auch. Best. Okay, wir sind doch nicht zurück. Okay. Kann ich da bitte zurück? Ja. Oh. Ja, moin. KPD, state your business. Your well-be. Jack shit. Yes. And now, what do you think? Stimmt nicht, was geht hier vor sich? What's this about? Why, you, of course. It's always about you, isn't it? Nein. Don't fuck with me. That's not why I'm here. It's time to move on. Zwing mich nicht, die verzauberte Membrane zu holen. Ich rieche wie Narzissen auf einer Leiche. Hässliche Feen lassen keine Träume wahr werden. Die Etage liegt ein Drachen über dir.
Oh, wow. Komm, nimm mal das hier. Okay. Anything I say can and will be used against me. What? In court of law. Bitte was? I have the right to an attorney. Do I understand my rights? Fuck yeah. Let's skip this part, okay? Ja gut, nehme ich das da. Is this an interrogation? Is that so hard to imagine? Talking to the wrong guy. Are you sure? Take a hike. Will not. Will do. Will not. Game over. I got your number. I'll be back. Our paths will not cross again, Dan. Try not to think about her. It won't bring you peace. This intercom is offline. Please contact the building manager. Hä? Was? Was war das? Oh. Wir sind in einem Klo. Sehr schön. Hey. Ein weiteres Kärtchen. Okay. Ich gehe da mal weiter. Beim Klo kann ich nicht wirklich viel machen. Oh. Ja, guck mal. Okay, das war strange gerade. Machen den Besitzer des Tattoo-Studios ausfindig. Wem auch immer dieses Tattoo-Studio gehört, er hat eindeutig mit diesem Chaos zu tun. Jemand muss wissen, ob er hier in der Nähe wohnt. Findet den Besitzer von Kellerabteil 28. Gut, den Besitzer haben wir momentan noch nicht gefunden. Den haben wir momentan noch nicht gefunden. Aber wir werden ihn hoffentlich bald finden. Manufactured by. Oh. Modellflieger. Ist da was drin? Nein. Ja, okay. Da ist nichts drin. Können wir da die Laden aufmachen? Nö. Geht auch nicht. Finde den Besitzer von 28. Ah, guck mal. Wo sind wir denn hier? Nummer 12, Nummer 3, Nummer 11. Okay. Ah, moin. What do you want? Got a minute, sir. KPD. Oh God, they're here! The cleaners are here! Nein! Oh Gott. Der hat auch wieder einen falschen Gedanken. 07. Achso, 07, das war ja unser Apartment, ne? Wo wir, ja genau, da haben wir Adam gefunden. Oder den komischen toten Mann. Okay. Hi, this is Tom. And Irene. We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do. Sadly, we're not in right now. But you can leave your message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Oh, I mean, beep. Was zum Henker? Okay. Eine merkwürdige Art in der Mailbox. Aber wie auch immer.
Da geht's wieder in den ersten Stock rauf, ne? Genau, ja. Wir müssten halt Nummer 28 finden. Das wäre... Ja moin, was macht ihr hier draußen? Tachchen. Was machst du hier draußen? Hey. Is everything all right? Wo guckst du denn hin? What? Not tonight. Do you know who owns the tattoo parlor? Bennett. What? He lives here? In this building? Where? Jack. What do I know? Second floor. Thanks. Don't get your wires wet. Okay, zweiter Stock also. Zweiter Stock, vielen Dank. Zweiter Stock. Wir müssen in den zweiten Stock hinauf. Und da auf 210. Da sind wir richtig. Gehen wir nochmal rein. Da müssen wir rein. So. Und dann gucken wir mal, wo ist... Wo ist 210? Oh. Dan Lazarski, KPD. Just need to ask you a few questions. You have reached the Rozak residence. How can I help you? Verdächtige Aktivität. Have you noticed anything suspicious lately? Strange types in the hallway? That sort of thing? I did not. Master told me not to snoop. Ihr Meister hat ihr verboten herumzuschnüffeln? Meister? So this master of yours? Yes, Master Rozak. Master Rozak? I take it he's not in there. He is not. I can take messages. You always call him master? I always call him master. And is he a good master? I'm not sure I understand. Could you restate the question? Is he involved in any criminal activity? I do not possess such knowledge. Sie sind ein Roboter, was? You're not a bot, are you? Yes, Femcom 6.0. Aha. Ein Sexbot, oh Gott. That is an acceptable colloquialism. If Master Rozak isn't home, why didn't he turn you out? I was deactivated following the afternoon session. My CPU rebooted spontaneously 5 hours and 43 seconds later. The lockdown must have interfered with your power slot. Okay. I'd say goodbye, but I guess there's no point. Yeah, because that would humanize me. What did you say? Please feel free to use me. Bitte was? Ich will nicht. Nein, danke. Das lasse ich dann doch lieber so. Da geht sie auf. Ja, gucke mal.